Vor 400 Jahren wurde die Heimat der Menschen im Osten von einer verheerenden Seuche heimgesucht. Die wenigen Überlebenden flohen über das Meer und kamen nach Kelion nieder. Einige als Bittsteller, andere als Eroberer. Die Nationen der Elfen, Gnome und Drachenblütigen, die seit Jahrtausenden auf Kelion nieder lebten, stellten sich ihnen entgegen. Mit der Zeit jedoch kam es zu einer Einigung und die verschiedenen Spezies, alte Bewohner des Kontinents und neue, schlossen Frieden. Gemeinsam gründeten sie mit dem Konzil der Seen ein Reich für alle, beschützt vom Orden der Wächter, zu dem bis heute jede Nation und jede Spezies ihre Stärke beiträgt. Wir haben uns hier an diesem Tisch zusammengefunden, um Rollenspiel zu betreiben. Ganz altmodisches Tischrollenspiel. Und wir haben uns, wie das üblich ist, vorher absprechen müssen, wer spielt mit, was wird gespielt und was für Charaktere werden gespielt. Das Was war relativ einfach. Wir dachten uns, für mal so eine erste Runde nehmen wir einfach die Großmutter der Rollenspiele in ihrer gelifteten Version. Das heißt, wir spielen Dungeons & Dragons in der 5. Edition, welche auch die neueste und damit aktuellste ist. Wer mitspielt, das hat sich dann einmal ergeben. Zwei Leute hier an diesem Tisch sind mitverantwortlich dafür, dass es deutsche Versionen dieses Buchs gibt. Das sind einmal der Markus Plötz und einmal der Michael Mingers von Verlag Ulysses Spiele. Wir haben sie an unterschiedliche Enden dieses Tisches gesetzt, aus Gründen. Aber eigentlich arbeiten sie gerne zusammen. Und neben mir sitzt Max, der schon lange und epische Kampagnen mit D&D 5 veranstaltet hat und die Regeln vermutlich deutlich besser kennt als ich. Ich habe schon ich glaube, ich habe alle Editionen von D&D wenigstens irgendwann mal gespielt. Und dann kommt immer irgendwann der Punkt, in welcher Edition war noch mal das so und in welcher so. Aber ich habe hier mein ausgelagertes Gehirn. So geht es dann rund, warum ich hier sitze. Ja, und du neben mir sitzt. Und das ist ja Julia, die zumindest schon passiv in mehreren D&D-Runden war, in denen ich auch mitspielen durfte und die auch ihr Wissen hier mit einbringen wird. Und hoffentlich werden wir uns alle nicht blamieren, indem wir am Ende entscheiden, dass irgendetwas so funktioniert, dass es überhaupt nicht funktioniert. Wir haben damit eine kleine Gruppe zusammengestellt, die auch bunt die verschiedensten Dinge abdeckt und vor allen Dingen, finde ich, auch abdeckt, wie Leute daran herangehen, einen Charakter zu bauen. Michael hat zum Beispiel sich entschieden, einen Drachenblütigen, also von Drachen abstammenden Humanoiden zu spielen, der ein Paladin ist, weil Michael gerne seine Charaktere optimiert und alles aus den Boni rausholt, die man kriegen kann. Ja, und die Kombination aus Paladin und Drachenblütig ist halt ideal, weil die Stärke und Charisma-Boni bekommen, genau das, was der Paladin braucht. Genau. Außerdem habe ich dann, obwohl ich Nahkampf fixiert bin, meine Rolle soll es eben sein, Gegner an mich zu binden und meine Verbündeten zu beschützen, aber auch Heilungsunterstützung zu liefern, weil die Gruppe bösartig unterheilt ist und deswegen werde ich versuchen, auf euch aufzupassen. Ich hatte mich dafür entschieden, einen Drachenblütigen zu spielen, weil der einfach total gute Boni gibt und außerdem finde ich die ganzen Designs der Drachenblütigen sehr cool. Und ich wollte Blitze spucken. Dann haben wir Julia, die an die ganze Sache rangeht mit, was es wäre, eine lustige Kombination als Hintergrund. Deswegen spielt sie eine Gnomin, die aber eine Barbarin ist und in Blutrausch gehen kann. Ja. In einen ungefähr 1,20 Meter großen Blutrausch. Also wo er komplett in Rüstung eingedeckt ist. Ich trage fast gar keine Rüstung, habe aber trotzdem ungefähr ähnlichen Rüstungsschutz, weil man als Barbar das so kann, weil man einfach so wild und stark und schnell ist. Und weil man als Gnom schlecht getroffen wird. Ich glaube, du kriegst noch einen Bonus. Genau, und Größe. Ich bin auch noch relativ schnell und wendig. Und ja, und halt nur so 1 Meter groß. Mhm. Aber ich habe eine riesige Zweihand-Axt. Das ist wahrscheinlich ungefähr so groß ist wie ich. Wir haben nicht ganz, wir haben nicht ganz die perfekte Miniatur für Julias Charakter gefunden, weil es keine ungerüsteten Gnome mit Zweihandäxten so normal gibt. Der Markt für Gnombarbaren ist tatsächlich überschaubar. Ich habe mir überlegt, was bei D&D sehr gerne mache, ist Charaktere spielen, die vielleicht ein wenig ungewöhnlich sind. Weil wenn man sich die Regeln einmal angeschaut hat, fällt einem durchaus auf, dass es sehr vorteilhafte Kombinationen gibt von Rasse und Klasse und eher ungewöhnliche Kombinationen. Und Gnom-Barbar ist tatsächlich etwas ungewöhnlich. Und ja, mir macht es Spaß auszuprobieren, ob das funktioniert oder ob das oder wie das einfach funktioniert. Mir hat der Gedanke gefallen, eine kleine wütende Barbarin zu spielen, die in Raserei verfällt und Dinge umnietet, obwohl sie nur so ungefähr 1 Meter groß ist. Und Max ist der pragmatische Spieler in dem Fall, der sagte, ja, er wollte erst was Exotisches und dann meinte er, ja gut, vielleicht wäre das ein bisschen übertrieben, wenn wir schon einen Drachenblütigen und einen Gnomen-Barbaren haben und er spielt jetzt einfach einen elfischen Magier, beziehungsweise eine spezielle Form von Magier-Nutzer, du bist ein Hexenmeister. Genau, ja. Das heißt, du bist eher der Spontanzauberer und ein bisschen wild. Und ja, meine ganze Familie. Meine Charaktere als ganze Familie sind Zauberer, aber ich kann das nicht leider und deshalb habe ich einen Pakt mit die Archfey gemacht, um diese Macht zu kriegen und ja. Die Abkürzung, du hast geschummelt. Mit einer Erzfee, ja. Mhm.
Damit deine Familie nicht durchschaut, dass du ohne Fähigkeiten geboren wurdest. Genau. Ich wollte etwas Magisches spielen und ich habe schon eine Zauberer gespielt und das hat Spaß gemacht. Und ich wollte etwas ein bisschen anders probieren, ausprobieren und das war die Hexenmeister. Weil er kriegt nicht so viele Zaubersprüche, aber ist trotzdem machtvoll. Man kann auch Rüstung tragen und so weiter. Und dann haben wir Markus. Der hat schlicht und einfach keine Zeit, sich um sowas Gedanken zu machen. Er hat gesagt, ich spiele, was die Gruppe noch brauchen könnte. Das wäre ein Kleriker gewesen. Und nein, deswegen haben wir ihm einfach einen Charakter fertig gemacht, den er in die Hand gedrückt bekommen hat. Und es ist ein Waldläufer, denn ein Fernkämpfer wäre auch vielleicht nicht schlecht, der aber auch heilen kann. Der Charakter, den ich heute spiele, der Ulf Heinzson, ist tatsächlich ein Charakter, den ich mir vorher gar nicht ausgedacht habe, sondern den habe ich bekommen. Ich durfte mir den Namen aussuchen, alles andere stand für mich auf dem Charakterblatt und ich habe dann innerhalb von 5 Minuten mir effektiv dann überlegt, was er ist, warum er Dinge so tut und insofern ist er tatsächlich ein sehr archetypischer Waldläufer, das heißt natürlich mit vielen Orientierungen an einem Charakter wie Streicher. Gut. Habe ich in der letzten D&D-Runde auch gedacht, dass mich keiner trifft und dann hat der Spielleiter halt 2 Crits in der ersten Runde gegen mich gewürfelt und mein Charakter lag da. Das war sehr unwahrscheinlich. Das ist eine ausgleichende Gerechtigkeit. Michael ist, wenn er Spielleiter ist, nämlich hat eine ziemlich gute Quote von sogenannten Total Particles, also dass die Gruppe stirbt, bevor sie das Abenteuer lösen kann. Zumindest die Charaktere. Jeder hat seine Fähigkeiten. Die Charaktere sterben, nicht die Spieler. Das ist wichtig. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja. Spieler habe ich noch keine getötet. Ich habe mehr Lebenspunkte als du. Dass wir wüssten. Bitte. Eure kleine Gruppe, bestehend eben aus dem Menschen Ulf, dem Elfen Ivelius, der Gnomen Nyssa und des drachenblütigen Rogut, kennt sich auch schon. Wir benutzen eine eigene kleine Welt für dieses Let's Play. Es gibt ja eine ganze Reihe von Kampagnenwelten für Dungeons & Dragons, die sehr bekannt sind, die zum Beispiel in Computerspielen vorgestellt wurden, wie die Vergessenen Reiche. Wer ja. So Baldur's Gate schon mal gespielt hat oder Neverwinter, der kennt das Setting der Vergessenen Reiche. Genau. Und es gibt aber die übliche Methode, dass man eigentlich für seine Kampagne immer selber eine eigene Welt baut. Man kann sich bei den Großen bedienen oder man macht irgendetwas Maßgeschneidertes und ich habe irgendwas aus der Schublade geholt, das ich schon eine Weile rumliegen habe. Und das Wichtigste, was man wissen muss jetzt für dieses Setting ist, die Menschen sind sozusagen die Neuankömmlinge, die sind auf einen anderen Kontinent geflohen von einer Krankheit. Das heißt, die sind immer so ein bisschen, die sind noch nicht lange da. Es gibt also in der Zählung dieses Kontinents Vorlandung und Nachlandung der Menschen. Die Elfen sind Ureinwohner, die sind sehr hochzivilisiert, haben verschiedene Städte, verschiedene Kulturen. Du kommst aus einer der, sag ich mal, vertrauteren Elfen. Die haben schöne Städte, die sind Zauberer, die sind künstlerisch veranlagt. Es gibt aber auch zum Beispiel ein Elfenreich, die alle ihre wichtigen Anführer zu Untoten machen und dann besonderen Sicherungen dafür sorgen, dass sie nicht böse werden. Das magst du nicht. Magst du direkt nicht. Stimmt, du hast Erzfeinde Untote. Waldläufer suchen sich immer Erzfeinde, gegen die sie besonders effektiv sind. Die Drachenblütigen sind auch Ureinwohner dieses Kontinents und die wachen über so eine Region, die im Grunde eine riesige Vulkangegend ist. Das heißt, ihr passt auf Berge auf und seid Hüter der Ordnung und überhaupt. Und die Gnomen leben im Norden, sind Nomaden und machen Unfug. Und beten Tiertotems an und so. Adler, überall so Federn. Genau. Und ihr seid von einer Regierung, die sich das Konzil der Seen nennt, in dem alle diese Völker vertreten sind, den Versuch für Frieden zu stiften, angeworben worden, aus unterschiedlichen Gründen, zu sogenannten Wächtern zu werden, die also an verschiedenen Orten aufpassen. Ihr werdet dafür natürlich auch bezahlt, ihr kriegt den Sold. Aber wir haben sozusagen die Gruppenzusammenführung. Ganz klassisch würde man in der Taverne sitzen und sich zufällig kennenlernen, wenn man auftraglich. Aber ihr habt eure Gruppenzusammenführung schon gehabt. Die Charaktere kennen sich auch alle schon und sie wissen auch, was sie tun sollen. Und sie sind unterwegs zu ihrem ersten Einsatzort, nämlich einem einsamen kleinen Wächterturm im Norden des Reiches, das vom Konzil der Seen verwaltet wird. Weiter nördlich ist nur noch Akea, das ist das Reich von den Elfen mit den untoten Herrschern. Ihr wisst nur, hier ist euer Wächterturm, hier gibt es ein Dorf, Neumanaka, auf das ihr aufpassen sollt. Hier sind die Ruinen von Altmanaka und es gibt hier eine Krypta, die von diesen untoten Elfenleuten vor langer Zeit angelegt wurde. Das ist also aus der Vorlandungszeit. Und ihr wisst, dass es hier Banditenaktionen in der Gegend gibt und dass der Grund ist, warum da wieder neue Wächter hin sollen, weil dieser Turm schon länger nicht wirklich besetzt ist. Neue Wächter? Was ist mit den Alten passiert? Irgendwann ist der Dienst ja auch vorbei. Man hat euch keine Details genannt. Wir haben hätten mal gefragt. Gefühle. Das hätten wir ausspielen sollen. Ja. Ihr seid an diesem Tag auch schon morgens durch Neumanaka durchgekommen, was ein gemütliches kleines Dörfchen ist. Die Leute leben dort größtenteils davon, dass sie halt Herdentiere halten, die sie in die Berge treiben und wieder runterholen. Ein bisschen Ackerbau, ein bisschen Fischfang, ein bisschen Handel, leben halt da an einem Fluss. Bisschen hinterwäldlerisch, alles ganz gemütlich.
Größtenteils Menschen, die Bevölkerung. Ja. Die Dorfvorsteherin ist ungefähr ein Achtel-Elfe und hält sich deswegen für ein bisschen besser als die Menschen. Aber so ist das halt. Natürlich. Was sagt Ulf dazu? Ulf sagt nicht viel, habe ich das Gefühl. Mhm. Über den Charisma-Wert. Was haben wir dir für Charisma gegeben? Das ist niedrig. Ich habe 8. Das ist noch niedriger offensichtlich. So ein richtig kleiner, hässlicher Gnom. Und unter 8 kommt man auch quasi nicht. Das geht tatsächlich nicht. Ja. Also schon echt schlecht. Du bist schon ein sehr hässlicher kleiner Gnom. Ja. Ihr seid also auf den letzten Metern Weg zu eurem Wächterturm, der trutzig, pragmatisch und oben in der Einrichtung dort ein Signalfeuer zu entzünden, das zum Glück gerade nicht brennt, denn das hieße, dass hier schlimme Dinge vor sich gehen. Versehen ist und die Tür steht offen, hängt ein bisschen schief in den Angeln. Davor ist ein kleiner Gemüsegarten angelegt worden. Eine halbherzige Vogelscheuche steht darin rum. Alles ist ein bisschen idyllisch, ruhig. Es ist Frühsommer und ihr seid frühen Mittag dort angekommen. Unsere Aufgabe war es einfach zu schauen, was hier los ist oder diesen Turm wieder zu besetzen. Ja, und euch um Dinge zu kümmern. Aber offensichtlich, irgendjemand lebt in diesem Turm, denn er sieht jetzt nicht heruntergekommen aus und irgendjemand jätet offensichtlich die Gemüsebeete. Wow. Wusste da nicht, dass hier noch jemand aktiv ist? Das wurde uns doch anders gesagt, oder? Vielleicht hat man uns nicht alles erzählt. Aha, der Drachenblütig hat eine tiefere Stimme als Michael. Ja, noch tiefer. So. Ich würde sagen, ihr geht mal rein, guckt, ich schaue mir inzwischen mal die Umgebung an. Ich gehe voraus und klopfe ans Tor. Du hast von drin, Moment! Und dann tap, klock, tap, klock, tap, klock, tap, klock. Und dann wird die Tür mit etwas Knarzen aufgerissen. Und drin steht ein etwas gebeutgehender älterer Mann mit fusselig abstehenden Haaren und einem Holzbein, der dich anschaut. Seid gegrüßt. Wir sind hier. Er versucht, an dir vorbeizugucken, was nicht einfach ist, wenn du sehr breit gebaut bist und deine Rüstung trägst. Die neuen Wächter. So ist es. Seid ihr hier der Turmwächter, Turmmeister? Hausmeister? Das ist kein Haus, das ist ja ein Turm. Turmmeister, er wischt sich die Hände ab, offensichtlich hat er gerade abgespült oder so und reicht dir dann die Hand in deine... Ich gebe meine Planke. In deiner Drachenklaue regelrecht verschwinden. Eskil, ich kümmere mich hier schon seit einer ganzen Weile um den Turm. Sind das eure Karotten? Ja. Darf man da mal... Ihr seid die Wächter, also eigentlich untersteht euch alles hier. Das ist sehr freundlich von euch. Da drüben sind auch noch Kohlköpfe. Dürfen wir reinkommen? Selbstverständlich, geht zur Seite. Ich schiebe ihn auch so ein bisschen. Drinnen ist es tatsächlich durchaus sauber gehalten, wenn auch ein bisschen chaotisch. Überall liegen Holzschnitzereien rum, haufenweise Rüben sind in Ecke gestapelt, offensichtlich in der Mangelung eines Kellers. Wir müssen hier ein bisschen aufräumen. Ich schaue mir die Schnitzereien an, die sind bestimmt gut. Nee, sind sie nicht. Amateur. Aber liebevoll gemacht. Lauter kleine Tiere, Eichhörnchen, Murmeltiere. Du schleichst dich rings um den Turm. Genau, ich versuche mal herauszufinden, ob hier irgendwas... Das ist mir viel zu zivilisiert hier. ...vielleicht nicht so sein könnte, wie es sein sollte. Und erkunde mal ein wenig die Umgebung. Dann würfel doch mal auf Wahrnehmung. Jedes Rollenspiel muss natürlich irgendwie regeln, was passiert, wenn man etwas versucht, das nicht hundertprozentig gelingen wird. Und in diesem Fall würfelt man einen W20. Ich habe im Kopf einen Wert, den du erreichen musst. Genau. Und kriegst einen Bonus dadurch, ob du geübt bist in Wahrnehmung und wie dein jeweils entsprechendes Attribut aussieht. Jawohl. Gewürfelt hast du eine 17. Und was kriegst du noch einen Bonus drauf? 19. Und ich spüre sowieso im Wald, ich weiß nicht, ob das hier jetzt tatsächlich Waldland ist, Gefahren. Also insofern, wenn da was wirklich Schlimmes sein sollte, sollte ich das in jedem Fall bekommen. Du findest in der näheren Umgebung des Turms nichts Brutaleres als ein paar Fallen, die für Kaninchen oder anderes Kleingetier aufgestellt wurden. Im einen davon findest du tatsächlich ein Kaninchen, das mit dem Hinterlauf festhängt und versucht sich zu befreien und wild mit den Läufen klopft, als du näher kommst, panisch. Eigentlich ist hier absolute Idylle, bis auf dieses panische Kaninchen, aber du hast trotzdem irgendwie ein unwohles Gefühl, wenn du gen Norden schaust. Markus Waldläufer ist ein wichtiger Teil unserer Gruppe, der glücklicherweise die meiste Zeit allein unterwegs ist. Ja, Eskil versucht Stühle zusammenzufinden, die ungefähr zu den jeweiligen Größen passen. Ich möchte gerne die Verteidigungsfähigkeiten des Turms ergründen. Ist das leicht zu verteidigen?
Also, für Treppen rauf, wenn ja, wie? Ja, es gibt eine umlaufende Treppe, die innen nach oben führt und dann immer halt Dreiviertelkreis zwischen Ebenen. In der ersten Ebene gibt es nur ein paar Schlitzfenster und weit oben erst sind ein paar etwas größere. Die Tür ist nicht im besten Zustand und hat auch keinen guten Riegel. Aber das meiste ist ganz gut in Schuss gehalten. Ich möchte trotzdem mal nach oben durchgehen. Ja. Kann man oben auf dem Turm dann nochmal sich umschauen? Dort oben ist der Turm eigentlich da. Genau, dort oben steht ja auch bereit die ganze Anlage, um für den Notfall, dass man sagen will, wir brauchen hier dringend eine Armee von mindestens 100 Leuten. Da ist trockenes Holz aufgestapelt, das mit Öl getränkt ist. Da ist auch eine Plane drüber gespannt, dass das nicht zu nass werden kann, wenn es regnet. Und halt eine Öllampe und im Notfall auch Zünder und dergleichen. Ich schaue mich mal um. Irgendwie kommt aus dem Norden Untoten her angerannt oder so etwas, was man noch erwähnen müsste. Der sommerlich, also frühsommerlich grüne Wald wiegt sich im Wind. Das Wetter ist eigentlich ganz lau und angenehm. Du kannst von dem Turm aus tatsächlich das Dörfchen sehen in der Entfernung, das hier in dem Tal liegt. Du kannst die Berge ausmachen, nach Norden hin siehst du in erster Linie Wald. Du weißt, dass da irgendwo die Ruinen sein müssen, aber sehen kannst du die nicht. Gut, dann gehe ich erstmal zufrieden wieder runter. Mhm. Eskil hat mittlerweile geschafft, für jeden einen Sitzplatz aufzutreiben, ist dann sehr überrascht, als der Waldläufer reinkommt und ein totes Kaninchen dabei hat. Mhm. Oh, es kam Post. Also es kam eine Nachricht an mich, die mir sagt, es kommen neue Wächter und es kam eine Nachricht für euch. Oh, das geht aber schnell. Interessant. Naja, die kam mit Botenvogel, da war die wahrscheinlich nicht ganz so schnell. Hier erreicht euch eine kleine Röhre, die also für Botenvögel natürlich extra klein geschrieben ist. In diesen winzigen Metallkapsel untergebracht. Okay. Kann ich lesen? Gibt es irgendjemanden, der lesen kann? Ich halte mich da mal ganz bedeckt. Ich kann nicht über den Vogel kümmern. Der Zauberer. Der Zauberer darf lesen. Ich mach das auf. Ja. Es gibt so eine Art Esperanto, so eine zusammengemischte, einfache Sprache für alle Völker, damit sie sich halbwegs untereinander unterhalten können. Ihr sprecht, glaube ich, größtenteils auch jeweils die Sprachen anderen, also ihr kommt alle klar. Gemeinsprache ist auch so der Standard, der bei denen, die immer gesetzt wird, und alle miteinander reden können. Ja. Oder Handelssprache. Und in der steht da halt relativ simpel geschrieben und sehr platzsparend Berichte von Eindringlingen, / Banditen in Alt-Manaka, Auskundschaften, Ausrotten, für Sicherheit sorgen, Botschafterin aus Achaia unterwegs nach Süden, besten Eindruck erwecken. Okay, ich erzähle das und die ganze Blutung. Wir sollen suchen und vernichten und eine diplomatische Mission damit kombinieren. Als ich vorhin draußen war, gesehen habe, es braut sich was Böses im Norden zusammen. Ich kann nicht sicher sagen, ob das jetzt Alt-Manaka ist und diese Nachricht oder doch diese Untote. Untote sind wieder der Natur. Hast du Hinweise gefunden? Ich habe ein Gespür für sowas. Ich gucke mal kritisch auf meine Fähigkeit, Böses spüren. Paladine haben durchaus die Fähigkeit. Welche Reichweite hat die denn? Das sind nur so 30 Meter. Also im Umkreis von 30 Metern ist nichts böser als Gnomen? Die Anwesenden. Die sind moralisch ambivalent. Ja. Aber irgendjemand, der moralisch ambivalent ist, ich bin chaotisch gut. Ja, ich auch. Ich bin rechtschaffen neutral. Ich bin chaotisch gut. Du bist neutral. Ihr seid beide neutral. Ich neutral. Oh. Ist das alles egal. Ich bin ja einzig mein Job. Ja. Für alle, die es nicht wissen, es gibt bei denen, die schon seit ewigen Zeiten dieses Gesinnungssystem, das in sozusagen zwei Ebenen aufteilt. Einmal in chaotisch, neutral und rechtschaffen, also welche Persönlichkeit im Grunde man hat, ob man einfach in den Tag hineinspringt, ob man eher gelassen ist oder ob man seine Stifte der Farbe nach der Länge nach sortiert. Und gut, neutral und böse. Und so in der Mitte trifft sich neutral aus der einen Ebene mit neutral aus der anderen Ebene. Das ist dann neutral oder im Englischen dann true neutral. Wahrhaft neutral. Die sind sehr zen, was ist so. Ich muss gleich auch mal nachschauen, passieren halt. Ich tue das, was nötig ist, aber. Weil ich habe das, aber ich weiß nicht. Ich habe eine Aufgabe, die erfülle ich. Ja. Und den Tag geht man pragmatischer. Ja. Du bist zum Beispiel gut, du willst eigentlich allen Menschen nur helfen, hast nur keinen Plan. Ja, also ich bin aus der Wildnis, das heißt, ich werde alles Böse vernichten, aber nach meinen eigenen Regeln. Mhm. Diese komischen Gesetze aus diesen Städten, die halten einen nur auf. Der elfische Hexenmeister ist ja ähnlich, der hat wahrscheinlich auch einfach Kulturprobleme. Ich finde die Gelächter und sowas in der Stadt nicht so, also die ganze Familie ist auch so. Ich dachte, nee, danke, ich bin mal ein ganzer Weg. Und das sind 18 Meter. Genau. Und dann sagen, oh, noch weniger. Also im Umkreis von 18 Metern ist nichts Böses.
Ja, und du bist neutral, das heißt, du hast keine Vorurteile gegen irgendjemanden so richtig? Das ist so die Richtergesinnung. Du guckst dir einfach an, wie es ist und dann versuchst du Hauptsache Ordnung zu halten. Genau. Ob das jetzt gut oder böse ist, ist nicht mal so wichtig. Gut. Hauptsache nach Ordnung. Ihr habt eure ersten Befehle bekommen und sitzt in diesem Turm mit seinem gemütlichen Gemüsegarten und seiner bedingten Kampfbereitschaft. Mit einem einbeinigen Hausmeister. Soll ich mir die Umgebung da mal angucken, Manaka, sodass wir morgen wissen, was wir da tun können? Wir könnten auch alle gemeinsam direkt auf den Weg machen, wenn das. Wie spät ist es denn? Was ist das für eine Tageszeit? Das ist mittags. Mittags, okay. Mittags. Also sollen wir nicht um die Wache tun, ein bisschen wachen? das passt ja genau. Wir haben einen Auftrag, von daher können wir den auch genauso gut erfüllen. Wie gesagt, ich kann hingehen, kann mir die Sachlage ansehen, kann Bericht erstatten. Oder wir gehen gemeinsam hin und ich gehe ein bisschen vor. Ich glaube, gemeinsam ist besser. Wahrscheinlich. Ich bin auch der Meinung, wir sollten gemeinsam gehen. Aber erst nach dem Essen. Eskil, der im Hintergrund das Kaninchen ausweidet, meint, also ich kann hier auch einfach die Tür verriegeln und auf euch warten. Und dann machen wir ein Klopfzeichen aus. Oder ein geheimes Passwort oder so. Ein Klopfzeichen, genau. Nicht? Wie habt ihr denn jetzt immer die Tür geöffnet? Ich habe ein Klopfzeichen für Sie. Das kann ich mir merken. Okay. Es dauert noch ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann gibt es einen leckeren Wurzelgemüse- und Kaninchen-Eintopf. Sehr gut. Ja. Also auch dafür, dass es ein Mensch gekocht hat, das ist gar nicht schlecht. Der weiß, was er tut. Vielleicht kann er sonst nicht viel, aber kochen scheint zu funktionieren. Robert ist nicht wieder alles allein. Ich war nur ein Kaninchen. Ich bin groß, ich muss bei Kräften bleiben. Was willst du denn damit sagen? Wetter ist. Isst du das noch? Nein? Okay. Ich versuche beim Essen auch mal den Tormeister darüber nachzufragen, ob er nicht in unserer Abwesenheit mal die Tür verstärken möchte. Aber dafür Holz hat und so. Ja, ich kenne mich ja durchaus mit Holzarbeiten aus. Er zeigt auf die nicht besonders gut geschnitzten Tiere, die überall irgendwie auf Ablagen und Regalen stehen. Aber ja, klar, ich habe noch ein bisschen abgelagertes Holz da und dann kann ich hier. Nehmt nicht das Ölgetränke vom Dach. Nein, nein. Das Leuchtfeuer darf ich nicht anrühren. Außer wenn Gefahr droht und ihr es entzünden müsst. Also eigentlich auch nur auf Befehl, aber wahrscheinlich würde es mir... Ihr seid alleine hier. Also wenn ihr mir den Befehl gebt, das Leuchtfeuer zu entzünden, falls ich eine große Gefahr wahrnehme, dann werde ich das tun. Tut ihr das? Jetzt nicht. Wollt ihr dann jetzt aufbrechen? Ihr macht euch auf? Ja. Und wandert Richtung Alt-Manaka durch den Wald. Das heißt, ihr müsst irgendwann den Fluss überqueren. Das könnt ihr einfach in einer beliebigen Stelle machen, und ihr könnt euch diese Brücke suchen, wo die alte Straße ist. Also ich würde tatsächlich voraus Kundschaft aus. Mhm. Zum einen natürlich, ob irgendwelche Gefahren da sind, aber zum anderen schaue ich auch, was eine gute Möglichkeit wäre, über den Fluss drüber zu kommen, weil so das Gefühl, wenn da Banditen sind und da ist eine Brücke drüber, das ist immer so, auf was würden die achten, wo könnte da vielleicht jemand tatsächlich selbst einen Vorposten eingerichtet haben. Mhm. Entsprechend versuche ich das von der anderen Seite für uns eine Stelle zu finden, dass wir über den Fluss setzen können, wo wir nicht in Gefahr laufen, dass wir direkt in den Hinterhalt rein. Du suchst also nach einer schönen, seichten Stelle oder wo man runterkommen kann. Was würfeln wir denn da Schönes? Naturkunde. Oh ja. Das solltest du doch hoch haben. Okay. Vergiss nicht, deinen Kompetenzbonus mit draufzurechnen. Ich bin so kompetent. Nein, Moment. Und wahrscheinlich kriegst du noch irgendeinen Bonus, weil du im Waldland bist. Also wir haben ja grundsätzlich alle schon mal einen Übungsbonus von +2, weil wir Level 3 sind. Ja, also aber wenn man... Die kommen auch auf deine Fertigkeitsproben mit drauf. Ja, wenn man darin geübt ist. Mein Bonus nur wenn man darin geübt ist. Ja. Als Beispiel. Okay. Also deswegen ist es ja der Übungsbonus. Oh. Radier. Ich habe das alles präsent, ja. Ach so, ja. Das war eine 20. Deswegen habe ich auch überall 0. Eine natürliche 20. 26. Oh, ja. Wow. Euer Waldläufer verschwindet vor euch im Unterholz und kommt 5 Minuten später wieder. Da hinten ist im Grunde eine Stelle, wo man einfach so drüber gehen kann, ohne nass zu werden. Hast du tatsächlich eine Stelle gefunden, wo irgendwie in einem noch... Da war wohl eine noch ältere Brücke, die noch aus Vorlandungszeit sein muss, die zusammengebrochen ist, aber die Reste liegen so, dass man eigentlich ganz gemütlich drüber hüpfen kann. Hättest du beinahe nicht gesehen, aber du hast im richtigen Moment kurz Pause gemacht und sie hinter einem umgestützten Baum irgendwie erspäht. Ja. Ihr kommt also problemlos südlich in die Nähe der Ruinen. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir anfangen, Dinge aufzubauen. Ja, sehr haben wir hier nur so... Wenn die Battlemap dazu kommt, heißt es gibt Kampf und wenn ein Kampf da ist, heißt es passiert was. Potenziell. Das ist die Psychologie der Battlemap. Oh, sehr schön.
Ja, es gibt viele, viele verschiedene Methoden festzuhalten, wo sich Leute befinden während eines Kampfes. Und es gibt einfach nur gedruckte flache Battlemaps, es gibt verschiedenste Arten, irgendwie den Dungeon darzustellen. Und das hier ist ein sehr cooler dreidimensionaler Dungeon, den man aus Pappe zusammenstecken kann. Und dann habe ich noch ein bisschen Bäume aus der Miniatureisenbahn da, die ich eigentlich für Tabletop-Spiele, für Warhammer und sowas verwenden wollte. Die hier jetzt noch ein bisschen Sichtlinien stören und in der Gegend rumstehen. Und das sind, wie gesagt, wie erwartet, Ruinen des ehemaligen Dorfes, noch Reste von dem Dorfplatz und eines größeren Gebäudes, das da steht. Ein paar umgekippte Säulen und Kram. Ihr nähert euch von Süden. Das heißt, wir würden euch mal hier auf die Battlemap setzen im Hintergrund. Mhm. Praktischerweise ist ja auch unsere Tischdecke im Plan. Wir noch etwas zu klein für den Plan, aber wir können uns das ungefähr vorstellen. Cool. Mhm. Ja. Das ist also euer erster Eindruck. Und was ihr seht, ist ansonsten nur, dass... achtet nicht darauf, wie genau diese Miniatur aussieht. Hier steht ein größerer, breitschultriger Mann in einer etwas zerlotterten Rüstung mit dem Rücken zu euch. In dieser Ruine, die aber eigentlich wohl mal ganz gemütlich eingerichtet war. Da sind ein paar Möbel, die aber zerschlagen sind. Da sind auch Blutspritzer und Flecken und dergleichen. Sehen ziemlich frisch aus. Hm. Hier ist ein alter Kamin, der weiter oben ist der eingestürzt, aber hier unten ist tatsächlich noch ein Feuer drin, was weit runtergebrannt ist, aber es glüht noch ein bisschen. Und er steht hier mittendrin und murmelt leise vor sich hin. Ihr könnt aber noch nicht ausmachen, was er sagt. Hat das ganze Gebäude noch ein Dach und alles? Und das ist der hintere Teil hat ein Dach, hier vorne nur noch sehr rudimentär. Hier in der Ecke sind ein paar Planen gespannt. Als okay. Sieht das wirklich aus wie ein Mensch? Oder sieht das ist ein Mensch aus wie ein Mensch. Also er steht da und schwankt ein bisschen komisch hin und her. Hm. Okay. Ist er betrunken? Betrunken im Wald. Ich gehe mal näher. Du gehst mal näher. Seid gegrüßt, Freund. Ist euch nicht wohl? Ich schieße den Drachen in den Rücken. Ist das eine wirkliche Ansage? Nein. Ich habe nur laut gedacht, Entschuldigung. Die Aktion von Michaels Paladin, sich hinzustellen und statt den ersten Gegner, so wie sich das gehört, dann erstmal sich anzuschleichen und mal zu gucken und ihn dann danach natürlich anzugreifen, sich einfach hinzustellen und mit ihm zu reden, war extrem cool. Da habe ich mich sehr gut drüber amüsiert. Das hat perfekt zu diesem Charakter gepasst. Das ist so ganz genau Michaels Spielstil. Also auch der Gnome einfach nur so zeitgleich mit dem Waldlauf. Ihr seid einfach nicht paladinös genug, um zu verstehen, warum das wichtig ist. Also ich werde den Baum zu verstecken, weil da fühle ich mich per se am wohlsten. Da fühlst du dich am wohlsten. Ich meine, ich habe Schleichen immerhin ein bisschen. Ich spanne jetzt tatsächlich auch meinen Bogen. Du machst deinen Bogen. Ich hole meine Axt raus. Ich habe auch meine Langbogen raus. Der Mann dreht sich um mit einer leeren Miene und ihr seht, dass sein ganzes Gesicht mit Schriftzeichen bedeckt ist und aus seinem Mund kommt kein Wort, sondern erstmal nur ein oh. Jetzt machen wir kurz eine Pause und denken ein wenig nach und sehen uns ein andermal wieder. What?